So, hi zusammen, herzlich willkommen hier bei mir im Kanal 83MeToo. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie hier so Überstände auf lackiertem Aluminium, was das hier ja ist, ein bisschen abbekommt. Und das Problem ist bei mir, hier sehen wir jetzt ordentliche Flecken, die liegen jetzt hier dran, dass der Gummi hier jetzt über Monate lang, natürlich in der Winterzeit, lang hier drauf lag und der hat einfach ein bisschen Abrieb gemacht. Hier sieht man das auch, dass die Lackierung auch so ein bisschen angerissen. Da wird man natürlich nicht mehr so viel retten können. Aber jetzt hier den Bereich habe ich jetzt schon großzügig gereinigt. Aber hier sehen wir auch noch so einige Überstände und ich hatte es mal testweise hier so ein bisschen mit dem Fingernagel ausprobiert. Man kriegt es ab und bevor ich jetzt hier mit dem Fingernagel hingehe, was natürlich eine Kratzer Wahrscheinlichkeit hervorruft, gehe ich jetzt einfach hin und nehme jetzt hier Citrus Peeling von Valet Pro. In Verbindung, da drüben liegt sie mit meiner Knete. Und mit der Knete können wir das hier sehr gut abtragen und ja, wieder gut herstellen. Und das geht folgendermaßen. Jo, einige von euch werden die Arbeit mit der Knete schon kennen. Und wie gesagt, haben wir jetzt hier von Valet Pro das Citrus Bling. Als Gleitmittel nehmen wir da dieses hier. Und dann habe ich hier auch noch eine Knete. Wir sprühen uns jetzt hier mal besser direkt so ein bisschen auf die Hände und auf die Knete drauf, damit das Ganze auch nicht so richtig klebrig ist, ein bisschen flutschiger ist, wie ihr sehen könnt. Und danach sprühen wir jetzt hier mit so ein bisschen, nutzen das als Gleitmittel, den Bereich ein und reiben jetzt hier über die betroffenen Flächen. Ich mache es jetzt extra nicht hochkant, weil sonst würde das jetzt hier zwischenlaufen und das möchte ich natürlich nicht. Und dementsprechend mache ich das jetzt hier quasi im Längsformat. So ein bisschen aufpassen, die Sonne knallt ordentlich gerade rein. Dementsprechend auf Antrocknen aufpassen und wieder schnell abziehen hier. Das geht auch ziemlich schnell. Und wie ihr jetzt hier sehen könnt, hier unter der Knete, was ich jetzt hier an Dreck abtrage, ist schon enorm. Ah, und jetzt habe ich genau hier zwischengesprüht, da habe ich nicht gut gezielt und aufgepasst. Jetzt noch eine neue Stelle. Ja, und auf jeden Fall kriegt sich diese scheiß Abrieb oder was das auch immer ist, gut gelöst. Das ist soweit in Ordnung. So, nehmen wir bis hier, damit ihr den Vergleich auch sehen könnt. Sage ich euch jetzt. Das ist ganz okay. So. Ja, und jetzt ist es wirklich wieder absolut smooth und glatt. Das hat geklappt. Das gefällt mir schon sehr gut. Hier nochmal im Vergleich dazu, hier haben wir so einen dicken Schlieren. Den werde ich jetzt gleich auch noch wegmachen. Das ist einfach scheiße. Ich weiß auch nicht, wer sich das überlegt hat. Da hätte man vielleicht auch irgendwie ein anderes Material verwenden können, das da nicht so anfällig für ist, finde ich. Aber gut, die Überschüsse bekomme ich auf jeden Fall weg. Das ist die Hauptsache, darum geht es mir. Und jo, wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Die Produkte, Knete, genau wie hier Citrus Bling von Valet Pro, findet ihr unterhalb des Videos in der Infobox. Gibt es bei Amazon zu bestellen. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das. Das freut mich sehr für weitere Videos in dem Bereich. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare und Anmerkungen unten im Kommentarfeld. Ciao.